Willkommen zurück, meine hochverehrten Zuschauer, zu einem weiteren Total Warhammer 2 Replay. Und zwar eine Gastschlacht, das mir eingesendet worden ist, von Alien Hunter. Und in dieser Runde kämpft er mit den Tiermenschen gegen eine Armee der Waldelfen. Und zwar gegen den Spieler Imperator, der auch relativ hoch auf der Ladder in der Rangliste ist. Was hat Alien Hunter mitgebracht mit seinen Tiermenschen? Auch wieder recht rushig. Go-Herden 1, 2, 3, 4, 5 Mal Elite-Go-Herden mit Schilden. Sowohl können sie gegnerisches Feuer halbwegs gut verkraften und die sind schnell und machen guten Schaden gegen gegnerische Bogenschützen, also an sich eine gute Wahl gegen Waldelfen. Der Rücken wird geschützt durch dreimal Ungor-Speerkämpfer, einmal mit Schilden, so wie es auch zweimal mit Schilden, einmal ohne. Ein Sturmbulle ist dabei und als General Morgue, der Schattengeborene, der in der Lage ist, zweimal Chaosbruten zu beschwören, und ein Schamane mit Wild. Mit Saigor-Beschwörung, also haufenweise Beschwörungspower, was da vorhanden ist. Ich meine, wenn man sich hier überlegt, dass der Schamane, wenn man Glück hat, zwei Zygoren beschwören kann für 1600 Gold. Hier nochmal zwei Chaos-Bruten für jeweils 1000. 1, 2, 3, 4, 5000 Gold kann man hier beschwören. Das ist schon ziemlich heftig, was die Tiermenschen mitbringen können. Hier auf der linken, auf der rechten Flanke haben wir noch Centigors mit zwei Handwaffen, Chaoshunde mit Gift und Centigors mit Wurfäxten. Und auf der linken Seite nochmal das gleiche. Auch eine ganze Menge Mobilität, die immer gut ist gegen Waldelfen. Was hat der Imperator mit Waldelfen mitgebracht? Er hat sehr viel Mobilität mitgebracht. Genauso viel, um die Tiermenschen zu kontern. Und zwar Wildreiter, Schwester Dorn und noch mehr Wildreiter. Und diese Kombination kann wirklich, wirklich massiv tödlich sein. Dagegen darf man sich nicht einfach so in den Nahkampf begegnen mit seiner eigenen Kavallerie. Denn Schwester Dorn können einen debuffen und zwar massiv den Nahkampfangriff. 26 ist den eigenen Schaden buffen und 26 Nahkampfangriff-Reduktion ist tödlich. Wenn die Centigors mit zwei Waffen angreifen, bleibt vom Nahkampfangriff nicht mehr viel übrig von 27 und boah, dann verlieren die gnadenlos in dem Kampf. Das gleiche nochmal hier, sicherlich ein extrem starkes Hit-Squad, das sich nicht verstecken braucht vor irgendwas. Ansonsten haben wir eine recht lasche Infanterielinie. Überhaupt gar keine Infanterie beinahe, nur zweimal ewige Wache und als Fernkämpfer Tiefwaldkundschafter mit geschwinden Pfeilen, die auf nahe Entfernung massiven Schaden mit ihren Fernkampfangriffen machen können. General ist auf einem Riesenader dabei, okay, und zwar Fernkampfadler, so günstig wie möglich hat er ihn hier gemacht. Und er hat nur den, oh, Beute von Anathrema mitgebracht. Das heißt, gegnerische Einheiten kann er festhalten. Klar, total auf Mobilität getrimmt. Und interessant hier auch noch eine Zaubersängerin mit Leben auf einem weiteren Riesenader zu sehen. Und ich sag, guck mal, wie die drauf sitzt. So, das habe ich mir noch nie angesehen. Interessant, dass sie da nicht runterfällt. Naja, aber sie ist magisch. Und sie hat mitgebracht Erweckung des Waldes, um den Gegner zu verlangsamen und nachwachsen zur massiven Heilung. Und das war es eigentlich auch schon. Okay, interessante Armee. Sehr zahlenmäßig unterlegen gegen die Tiermenschen. Ich bin gespannt, wie Alien Hunter das hier lösen wird. Und so wie es aussieht, nutzt der Waldelfenspieler gleich mal den Fakt aus, dass die Armee von Alien Hunter so auseinandergetrieben ist. Denn dadurch können diese Wildreiter vermutlich Angriffe durchführen, diese ganzen Gore-Herden umwerfen und wieder rausgehen, ohne dass der Sturmbulle so richtig in der Lage ist zu schützen. Und sie greifen sogar hier die Speerträger einfach mal an. Gucken wir uns mal diesen Angriff an, der hier gleich stattfindet. Oh, meine Güte, was für ein Manöver! Interessant, ihr habt gesehen, die ersten Wildreiter haben angegriffen und sind sofort wieder zurückgegangen und haben dann die Schwester der Dorn dahinterher laufen lassen und haben diese Gors wirklich massivst beschädigt, die jetzt durch den Angriff so verteilt sind, dass sie nur noch wenig zurückschlagen können. Und hier auf der anderen Seite, gut, da hat es nicht so gut geklappt, die Wildreiter haben genauso viel Schaden genommen, wie sie ausgeteilt haben. Hier auf der Seite haben sie auch eine ganze Menge Schaden gemacht. Alien Hunter zieht seine Kavallerie raus, um gegen diese ganzen Wildreiter zu laufen, um sie abzufangen. Und er achtet hier auch schön darauf, dass er seine Centigors mit zwei Handwaffen flankieren lassen will. Aber er wurde abgefangen. Jetzt kommt das gigantische Problem, was ich vermutet habe. Nämlich Andrahers Fluch reduziert den Nahkampfangriff der Centigors auf 1. Und damit sind sie praktisch verloren. Sie sind verloren. Sie hätten unbedingt fliehen müssen. Katastrophe. Außerdem noch Schadenerhöhung. Wir werden jetzt wahrscheinlich auch noch eine Menge Schaden hier auf der Seite nehmen. Aber das tut weh. Das tut wirklich weh, diese Kombination. Okay, jetzt kommen jetzt auch noch diese doofen Zaubersänger.
und vertreiben vermutlich diese Centigors vom Schlachtfeld. Und es gibt wirklich, glaube ich, nicht viel, was er tun kann. Es sei denn, er zieht jetzt seine Hunde hier rüber, um die Waldfürsten festzuhalten. Aber nee, die sind schon weg. Die sind schon weg. Da ist nichts mehr zu machen. Und die nächsten und die Truppen sind schon wieder auf der Flucht. Hier wurde eine ganze Menge Schaden genommen. Das ist natürlich immer gefährlich. Oh, der erste Zyger ist gespawnt worden und wirft gegen einen Baum. Ah, egal. Macht nichts. In so einer Armee, wenn ihr so viele Kavallerie, so viele leicht gepanzerte Kavallerie mitbringt, wie hier die Waldelfen, dann müsst ihr wirklich aufpassen, dass ihr nicht zu viel Schaden nehmt. Jedes bisschen an Schaden kann tödlich werden und da nicht ganz aufgepasst. Wildreiter haben die Centigors mit Wurfechsen von der Seite angegriffen. Jetzt kommt außerdem noch der eine Waldfürst und die Zauberringerin ist auch noch da. Und ich befürchte, gleich kommt nochmal ein Fluch rein. Nein, das muss auch gar nicht sein. Diese ganze Übermacht, das ist tödlich. Und wenn Alien Hunter hier die Mobilität verliert, wird er ein riesiges Problem haben, diese ganzen Kavallerieeinheiten zu fangen. Und vor allem die Waldfürsten, die fliegenden Einheiten. Die Armee ist wirklich relativ auseinandergezogen. Hier sind überall einzelne Einheiten, die noch gar nicht so richtig mitgemacht haben. Hier wäre es sehr gut gewesen, sobald er diese mobile Armee gesehen hat, alle seine Truppen in einen, nicht unbedingt einen riesen Block zusammenziehen, aber so zusammenziehen, dass sie sich gegenseitig unterstützen können und dann mit der Kavallerie ein bisschen aufpassen und eher defensiv agieren, damit die Kavallerie reagieren kann auf Angriffe der Wildreiter. Wenn die versuchen, irgendwo die gegnerische Infanterie anzugreifen, die eigene, kann die Kavallerie vorgehen, um diesen Angriff zu bestrafen. Die ersten ewigen Wacheneinheiten und hier weitere Wildreiter sind ein bisschen zu aggressiv verwendet worden. Er will unbedingt, so wie es aussieht, diese Centigors ausschalten, der Waldelfenspieler, und das klappt auch so ganz okay, aber er nimmt dafür wirklich massiven Schaden in Kauf. Und das könnte ein Problem werden, denn die Armee hat wirklich sehr, sehr wenig Modelle. Das steht momentan 695 zu 360, also ungefähr noch genauso viel, doppelt so viel Schaden bei den Waldelfen, bei den Tiermenschen erzeugt wie bei den Waldelfen, noch relativ ausgeglichen. Die Balance of Power Bar mag gerade die Tiermenschen ein bisschen mehr. Hier sind aus irgendwelchen Gründen die Chaosbrut gespawnt worden. Ich weiß nicht genau warum, aber das geht automatisch. Und hier sieht es so aus, also auch ein bisschen ungestüm. Centigors mit zwei Waffen sind alle erledigt. Wir bekommen Panik und hauen jetzt erstmal ab. Eine schöne Erweckung des Waldes. Reduziert die Geschwindigkeit dieser ganzen Truppen, die versuchen, die Wildreiter einzufangen. Und was jetzt dazu nutzt, um die Wildreiter aus dem Kampf rauszuziehen. Also eine Armee, die darauf ausgelegt ist, die gegnerischen Einheiten zu verlangsamen und auszuschalten. Und ich befürchte auch, diese Centigors mit Zweihandwaffen, die gerade versuchen, diese Bogenschützen zu fangen, werden abgefangen. Genau das sehen wir jetzt hier und erledigt werden. Dann hat Alien Hunter keine mobilen Truppen mehr, abgesehen vielleicht von ein bisschen vom Sturmbullen. Das wird ein Problem. Das wird ein Problem werden. Bin ich mir relativ sicher. Und mit etwas Glück können jetzt hier diese ganzen Wildreiter in Panik und Angst versetzt werden. Aber nein, er zieht sie zurück. Er zieht sie zurück und sie kommen nochmal raus, auch wenn die Waldelfen schon eine Menge Schaden genommen haben. Zygor, 26 Kills. Ich glaube, der hat die ganze Zeit auf elitäre Wildreiter geschossen. Das war also soweit ganz gut. Hier auf der Seite werden die Schwestern der Dawn verfolgt. Ich glaube, es war ein bisschen unnötig, zwei Regimenter hinterher zu schicken. Die Ungor-Speerkämpfer mit Schilden hätten gereicht. Die wären allein mehr als ausreichend gewesen, die Schwestern der Dawn immer auf Entfernung zu halten. Das könnte jetzt natürlich gefährlich sein, wenn die ganze Kavallerie hier sich langsam aber sicher frei bewegt und nachher diese einzelnen separaten Truppen fängt. Das dürft ihr unter keinen Umständen gegen so mobile Armeen machen, vor allem nicht gegen die Waldelfen oder egal, jegliche Armeen, die so mobil sind. Haltet eure Armee unbedingt zusammen. Das ist die Stärke eurer Armee. Ihr habt viel mehr Masse, ihr habt Schild, ihr habt alles Mögliche und der Vorteil der gegnerischen Armee ist Mobilität. Und die Mobilität ist besonders dann effektiv, wenn eure Armee auseinandergezogen wird. Und das passiert jetzt leider gerade mit der Armee von Alien Hunter. Obwohl die Balance of Power Bar momentan sehr, sehr gut aussieht. Wir haben noch haufenweise Infanterie. Es sind kaum noch Wildreiter da, die kämpfen können. Eine weitere Chaosbrut da. Waldfürst auch schon beschädigt, genau wie die Zaubersängerin. Und ich würde mal sagen, hier auf dieser linken Flanke sollten langsam diese Wildreiter flüchten. Die einen kommen wahrscheinlich auch nicht mehr zurück mit 10 Modellen. Die Schwestern in Dawn sind auch weg. Das sollte doch
langsam das Ende sein. Oh, jetzt auch noch der zweite Zyger da. Wir sehen dieser mächtige Zauberspruch, den die Tiermenschen in Form von der Herrschaft der Wildnis mitbringen können. Zwei Zygons sind einfach wirklich, wirklich stark. Jetzt hat er aber wirklich gut aufgepasst und gesehen, der Waldelfenspieler hat hier gesehen, dass der gegnerische Zauberer völlig alleine dasteht mit seiner niedrigen Panzerung und nicht wirklich einen Nahkampf hält. Ist er auch in der Lage, mit einem relativ schwachen Waldfürsten, obwohl der 65 Nahkampfangriff ist auch nicht so wenig, ihn gut niederzumachen, und das ist jetzt sein Ende. Hier leider eine völlig isolierte Einheit Gorherden, die gerade zerschossen werden. Durch den Angriff der Zaubersängerin sind die weg. Das Ding läuft wie ein komisches Huhn durch die Gegend, egal. Das ist die Konsequenz für die Gorherde mit Schilde, ist die gleiche. Sie sind weg vom Fenster. Und was passiert als nächstes? Was passiert als nächstes? Ich würde auf jeden Fall versuchen, diese ewige Wache auszuschalten, die hier gerade wegläuft. Das wäre sehr sinnvoll. Die Ungor-Speerträger hier werden jetzt weggezogen. Ich weiß nicht genau warum. Sie hätten ihnen ruhig weiter hinterherlaufen können. Denn was soll es ihnen bringen, wenn sie jetzt irgendwo hinlaufen? Oh, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Wildreiter, die letzten paar Wildreiter haben... Oh, meine Güte, Gott. Sturmbulle wird weggehauen von dem Mini-Waldfürst auf seinem Huhn. Das kann doch nicht wahr sein. Und ohne Kavallerie ist der Waldfürst jetzt massivst in der Lage, aus jeglichem Kampf zu flüchten. Denn was soll ihn aufhalten? Die Tiermenschen haben keine Geschwindigkeit mehr. Tiermenschen haben keine Geschwindigkeit mehr. Und sie haben an sich auch gar keine wirkliche Chance, die Waldelfen zu fangen, weil sie einfach viel, viel schneller sind. Das einzige... der Waldfürst... Waldelfenspieler kann prinzipiell für den Rest des Spiels einfach vor ihm weglaufen. Zyger würde ich jetzt nicht unbedingt auf die Generäle schießen lassen, sondern vielleicht hier auf die Wildreiter. Die können wirklich kaputt gemacht werden. Hier hinten, wo läuft die ewige Wache hin? Wo laufen die denn hin? Sag bloß, der stellt hier irgendwo nachher in den Wald. Oder will er sie jetzt hier benutzen, um diese isolierte Einheit anderer Speerkämpfer kaputt zu machen? Denn wenn das passiert... wenn die kaputt sind, dann wird es wieder ziemlich eng. Zwar sind jetzt Waldfürst hier und die Zaubersänger laufen mit Leben auf ihren Adler. Nicht die beste Einheit, die es gibt, aber die sind schnell und machen an diesen ganzen leicht gepanzerten Einheiten eine Menge Schaden und ist auch sofort wieder weg. Nichts kann ihn mehr aufhalten, wie wir hier sehen. Und wieder weg. Das ist ganz schön ärgerlich. Und das Problem ist, die Gorherden hier... die haben schon sehr viel Schaden genommen, dadurch ist ihre Moral sehr, sehr reduziert. Wo schießt der Zyger hin? Wo wirft er hin, um genau zu sein? Mal sehen, trifft er? Trifft er? Nein. Kann man vergessen. Munition hat er auch noch ein paar Schuss. Mit denen behagt er jetzt auch noch den Sturmbullen, was ihm auch nicht gut gefällt. Ja, und wenn Alien Hunter jetzt eigentlich sowieso nichts machen kann, würde ich meine Truppen eigentlich in den Wald stellen. Warum? Oh nein, schlechte Aktion. Oh, gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Diese Speerträger hätten unbedingt stehen bleiben müssen, um den Angriff der Wildreiter abzufangen. Denn dann bekommen sie ihren Ansturm abwehren gegen große Feinde. Wenn sie sich auf sie zubewegen, haben sie das eben nicht. Aber Glück gehabt. Es waren zu wenig Wildreiter. Das war ein bisschen zu gefährlich, dieser Angriff gegen die Wildreiter, was sie hier versucht hat. Aber, oh, ich befürchte, jetzt kommen gleich... Oh, ein Heilspruch auf die eigenen Zaubersänger. Und zwar, nee, Energiestein. Okay, ist keine Heilung. Ah doch, nachwachsen. Das wird eine ganze Menge Lebensenergie regenerieren. Das bringt die wahrscheinlich fast wieder auf 100% Lebensenergie hoch. Auch noch ein Dornschild kommt hinterher. Warum? Weil ein paar Schwestern in Dorn dabei geblieben sind. Und, naja, sie trauen sich trotzdem nicht hier gegen den Sturmbullen anzukämpfen. Wurden ein paar Schwestern in Dorn erwischt? Sieht nicht so aus. Oder? Blutlache ist da, kann aber von jemand anderem sein. Oh, Sturmbulle ist abgefangen worden. Und jetzt haben diese Waldfürsten und die Zaubersängerin auf ihrem... Oh, meine Güte, Riesenhuhn. Das sieht ja aus wie eine Kakerlake, die durch die Gegend läuft. Habe ich irgendwie fast das Gefühl. Der Sturmbulle muss jetzt unbedingt seinen Angriffsbefehl bekommen. Oh nein, massiver Angriff von allen Seiten. Auf die verstreuten armen Ungors. Sturmbulle ist da, sie ziehen sich zurück. Boah, es sind noch ganz schön viele Schwestern in Dorn, die hier übrig geblieben sind. Und, sie fangen, können sie einfach nicht einfangen. Die haben eine Geschwindigkeit von 34. Sie können die ewige Wache mit etwas Glück fangen. Und versuchen so, eine Armee hat verloren,
Moral Malus aufzulösen auf die Waldelfen, aber auch der ist wieder weg mit seinem Hühnchen. Hühnchen läuft. Warum bleibt der Sturmbulle stehen? Ach, und während der hier wegläuft, wird die restliche Armee hier hinten vernichtet. Und das ist halt das Problem in so einer Situation. Wenn euer Gegner einfach die Mobilitätsvorteile hat, so wie in diesem Fall, könnt ihr eure Einheiten nicht auseinanderziehen, sonst werden sie separat vernichtet. Und was muss man dem Waldelfen-Spieler schon lassen? Er schickt die richtige Einheit gegen die wichtigen Gegner, zum Beispiel hier, dafür zu sorgen, dass der Sturmbulle Speerträger angreift. Und jetzt eben wichtige Sekunden nicht im Kampf sein kann. Jetzt nimmt er den armen Alien Hunter wirklich auseinander. Ich kann mir vorstellen, wie massiv frustrierend das in diesem Moment hätte sein müssen. Und das nächste Nachwachsen gecastet auf den Waldfürsten. Damit ist der ganze Schaden, den er hier mit dem Sturmbullen gemacht hat, wieder nichts wert. Also klar, im Moment, in dem man sowas spielt, ist man sicherlich sehr verärgert, wenn sowas passiert, weil man einfach nicht mehr wirklich viele Möglichkeiten hat, den Gegner zu bestrafen mit seiner überlegenen Mobilität. Aber ein paar Möglichkeiten wären geblieben, die vielleicht hier schon in diesem Fall ein bisschen zum besseren Ausgang geführt hätten und dafür gesorgt hätten, dass der Gegner einen nicht die ganze Zeit auf der Nase rumtanzt. Nämlich einerseits zu versuchen, mit der Infanteriearmee, die man hat, die gegnerische Infanterie völlig auszuschalten. Und so, wenn man etwas Glück hat, den gegnerischen Moralmalus auszulösen, wenn nur noch fliegende Einheiten da sind. Oder einfach alternativ sich sagen, hey, ich kann ihn eh nicht einfangen, weil er viel schneller ist. Oh Morgul, der Schattengeborene wird gleich erledigt. Jetzt haben wir hier ein Problem, die zwei Helden sind ganz alleine. Die Tiermenschenarmee ist völlig auseinandergezogen worden. Ich befürchte, das hat der Imperator hier nochmal gerissen. Oh meine Güte, machen die viel Schaden, das gibt's doch nicht. Der Sturmbull hat doch eine Panzerung von 100. Und trotzdem macht die Zaubersängerin hier in Kombination mit dem Waldfürsten massivsten Schaden. Und ich befürchte, das wird nicht gut enden. Vor allem, weil die Hühnchen wieder fliehen können. Was hier vielleicht geholfen hätte, einfach sich zu sagen, hey, ich kann die eh nicht fangen, stell mich hier hinten in den Wald rein. Da können nämlich diese doofen fliegenden Viecher und die ganze Kavallerie, die sich nicht so schnell rausbewegen. Kavallerie wird nämlich im Wald verlangsamt. Ich denke auch die hier, auch die werden verlangsamt im Wald, können nicht so schnell rauskommen und nehmen dadurch mehr Schaden von Infanterie und den eigenen Einheiten. Gut, das wäre natürlich nicht so aufregend gewesen, als hier dem Gegner hinterher zu laufen. Aber es wäre sicherlich auch gut gewesen, die Armee zusammenzuhalten. Das wäre ganz wichtig gewesen. Wenn die Armee zusammengehalten wird, kann die gegnerische Kavallerie nicht so viele Einheiten abfangen, sind gleich umrundet von den eigenen Truppen, sobald sie angreifen und nehmen dadurch mehr Schaden. Auch wenn sie auch mehr Schaden an den eigenen Einheiten machen, sobald sie angreifen. Aber ich befürchte, das war das GG. Dornschild ist wieder gecastet worden. Nochmal nachwachsen. Unglaublich, wie viel Lebensenergie haben diese Einheiten regeneriert in der Zwischenzeit. Gucken wir mal hier. Waldfürst hat 2700 Lebenspunkte regeneriert. Das ist ja fast schlimmer als Zombies. Und die Zaubersängerin vermutlich auch 2600 Lebenspunkte regeneriert. Das ist ganz schön frustrierend. Es gab auch keine Möglichkeit für Alien Hunter für die meiste Zeit des Spiels, nachdem die Kavallerie ausgeschaltet worden ist, ihn hier zu bestrafen. Das war wirklich eine der Primärziele, die die Waldelfen hier hatten, nämlich die gegnerische Beweglichkeit auszuschalten. Die hätten nämlich dafür gesorgt, dass Morgul tot. Die freuen sich auf jeden Fall. Die hätten dafür gesorgt, dass die Kavallerie nicht so leicht geflohen wäre. Und auch die Waldfürsten nicht so leicht rausgekommen wären, als sie angegriffen wurden. Aber so kann es gehen. Und ganz allein kann Morgul der Schattengeborene, so stark er auch ist, es einfach nicht mehr reißen. Selbst wenn er jetzt noch größer. Keine Ahnung, da ist er. Und selbst wenn er jetzt noch seine Chaosbruten spawnen könnte, würde der Waldelfenspieler einfach sich zurückziehen mit seinen Truppen, warten, bis die Chaosbruten zerfallen. G an Alien Hunter und den Mut und die Bereitschaft, ein Spiel einzuschicken, was er verloren hat, denn ich weiß, ich persönlich verliere auch nicht so gern und zeige lieber Replays, in denen ich gewinne, aber die, in denen man verloren hat, in denen lernt man oft sehr, sehr viel mehr. Ich denke, ein bisschen zu ungestümer Einsatz der Kavallerie, vor allem gegen später im Verlauf des Spieles,
hat hier Alien Hunter vermutlich diesen Kampf gekostet. Bisschen zu ungestümer Einsatz, als die Kavallerie nicht mehr da war, gab es Riesenprobleme mit den Zaubersängern und den diesen geringen Mengen an Wildreitern, die übrig waren, zurechtzukommen. Außerdem hätte die Armee ein bisschen enger, deutlich enger zusammengestellt werden müssen. Das hätte ihr auch nochmal einen Vorteil gebracht und dann, glaube ich, wäre das zugunsten von Alien Hunter ausgegangen. Vor allem diese Centigors mit Wurfäxten. Ah, so schade, dass die kaputt gegangen sind, denn die wären optimal gewesen gegen den Waldfürsten und die Zaubersängerin. Aber so kann es gehen. Und in der Hitze des Gefechts ist es manchmal schwierig zu sehen, was hier so alles abgeht und was passiert und was die richtige Entscheidung ist. Vor allem, wenn alle Armeen so beweglich sind. Vielen Dank an Alien Hunter fürs Einsenden dieses Spiels. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Übrigens, im Aufzeichnen könnt ihr sehen, dass ich auch schon mal gegen Imperator gekämpft habe. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.